Ist das Ihr Gewehr? Mal sehen. Es gibt da eine Ähnlichkeit. Mr. Beckwith, haben Sie Medgar Evers erschossen? Nein, Sir! Medgar! Von dem Regisseur des Erfolgsfilms eine Frage der Ehre. Vor 30 Jahren geschah ein Verbrechen. Der Mord an Medgar Evers war ein rassistisches Verbrechen, ein politisches Verbrechen. Aber das wirkliche Verbrechen folgte erst danach. Vor 25 Jahren saß ich im Zeugenstand und ich musste zusehen, wie der Ex-Gouverneur dieses Staates seine Hand dem Mann reichte, der meinen Mann ermordet hat. Jetzt ist die Zeit für Gerechtigkeit gekommen. Die Staatsanwaltschaft untersucht die Möglichkeit einer Wiederaufnahme. Wenn du eine Klage anstrengst gegen einen 70-jährigen Mann, ob schuldig oder nicht, dann hast du jeden im Staat gegen dich. Mord ist Mord. Gegen alle Widerstände. Viele Beweisstücke sind verloren gegangen. 1964 hatten sie einen Berg von Beweisen. Wie Sie hier sehen können, ist der Berg etwas geschrumpft. Und trotz größter Gefahr. John Goza ist tot. Herbert Spaeth ist tot. Beale Pittman ist tot. Also willst du sagen, ich soll den Fall ruhen lassen? Du rührst die Vergangenheit auf. Wir müssen die Vergangenheit wieder zum Leben erwecken. Um endlich dem Toten Ruhe zu geben. Wenn du die Sache fallen lassen willst, verstehe ich das. Ich verspreche Ihnen, dass ich die Sache bis zum Ende durchziehe oder zusammenbreche. Der alte Mann ist heute wahrscheinlich gefährlicher, als es vor 30 Jahren war. Sie wollen mir gestehen, dass... Ich Medgar Evers erschossen habe? Ja, und wenn schon. Es ist ja nicht so, als ob Sie oder sonst jemand irgendwas dagegen tun könnte. Oder? Alec Baldwin, Whoopi Goldberg, James Woods... Das Attentat. Ob ich Medgar Evers getötet habe? Ich habe ihn nicht getötet. Aber er ist ganz klar tot. Und zurück kommt er nicht mehr.